Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Um die Situation etwas zu klären, ich habe vor kurzem mein Zimmer aufgeräumt und Zeug aussortiert. Okay, eigentlich habe ich nur damit angefangen, einen sehr schrecklichen Job gemacht, da ich eine absolute Horterin bin und meine beste Freundin Anni, aka Herz der Nacht, hat das meiste aufgeräumt und weggeschmissen. Danke nochmal Anni. Während ich angefangen hatte auszusortieren, habe ich eine Kiste mit Kleinkrams gefunden. Darunter sehr viele Überraschungsei-Spielzeuge. Und dort habe ich auch diese kleinen Viecher gefunden, mit denen man malen kann. Und dachte mir, das würde bestimmt ein lustiges Video machen. Und so sind wir jetzt hier und malen ein Bild von mir aus mit Kinderüberraschungsei-Wassermalfarben. Um eben diese Küken auf der Skizze zu erklären, ich habe auch diese mega süßen Stempel gefunden. Ich wollte sie mit ins Design nehmen und ja, dann haben sie nicht reingepasst, aber ich wollte sie trotzdem zeigen, weil sie so mega niedlich sind. Bei dem Bild habe ich mich für Zombie Kenny entschieden, da ich zurzeit wieder sehr fanat in South Park bin und ich mir vor kurzem einen kleinen Zombie Kenny Anhänger geholt habe und er ist mega niedlich und ich wollte was mit Kenny malen. Ich weiß, auf diesem Bild sehen Kennys Augen etwas uneben aus, etwas merkwürdig. Aber das werden wir einfach ignorieren. Kenny musste bereits so viel durchmachen, er wurde buchstäblich in der Mitte geteilt, also können seine Augen auch etwas uneben sein. Also lass uns anfangen. Ich habe zuerst versucht, die Farbe mit diesen, ich will es nicht Pinsel nennen, mit diesen Borsten aufzutragen. Allerdings haben die kaum Farbe aufgetragen und haben währenddessen auch angefangen, meine Outlines zu verschmieren und abzukratzen. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt für sowas gemacht ist. Also, natürlich ist es nicht für sowas gemacht, es ist ein Kinderspielzeug, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich dann auch relativ schnell zu meinen Pinseln gewechselt, um das Bild nicht vollkommen zu zerstören. Der Trick bei diesen Farben war, eine Menge Wasser zu benutzen, da es merkwürdig schwer war, die Farbe zu aktivieren. Es hatte auch eine merkwürdige cremige Konsistenz. Ich habe keine Ahnung, was das für Farben sind. Für die Ecke habe ich diese andere Farbe ausprobiert, welche noch merkwürdiger war. Es war einfach so ein Stück glatte Pappe und dann hat man Wasser drauf gemacht und wie Magie, puff, war Farbe da. Was ich relativ lustig fand, war, dass das Orange an sich auf dem Papier wie gelb aussah, aber wenn du das Rot dazu gemischt hast, was ich später im Video mache, wurde es erst zu einem kräftigeren Orange, wie es auf dieser magischen Pappe abgebildet ist. Darf ich kurz meine Geschichte zu South Park reinschmeißen? Und zwar habe ich South Park, tut mir leid, wenn ich es schrecklich ausspreche, aber ich habe mega Probleme damit, TH auszusprechen. Ich habe South Park früher richtig, richtig gehasst. Ich mochte es nicht, ich fand es mega brutal und eklig und einfach schrecklich und ich wollte keine einzige Folge mir ansehen. Aber irgendwann habe ich mir dann doch eine Folge angesehen und habe dann auch angefangen, mir alle anderen Folgen anzusehen. Und ich finde es mega lustig und gleichzeitig immer noch irgendwie widerlich und brutal, aber keine Ahnung. Tolle Geschichte, ne? Und mein Lieblingscharakter ist Tweak. Fragt mich nicht warum, ich finde ihn einfach knuffig. Und jedes Mal, wenn ich Leuten sage, dass er mein Lieblingscharakter ist, fragen sie, wer ist Tweak? Und ja, es ist sehr traurig. Er sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Craig finde ich auch toll. Er zeigt immer Mittelfinger und hat ein Meerschweinchen, finde ich sehr sympathisch. Okay, zurück zu dem Bild. Bei einer dieser Viecher war eine Farbe dabei, die mich etwas an Hautfarbe erinnert hat. Ein ziemlich pinker Ton und ein Grünton, was ich perfekt für dieses Bild fand. Ich habe etwas Grün in die Hautfarbe gemischt, damit seine Haut etwas mehr zombie-mäßig und krank aussieht. Und es hat auch gut geklappt, finde ich. Es sieht auf Kamera etwas grüner aus, als es ist. Dann hat er noch rote Wangen und eine rote Nase bekommen, weil es niedlich aussieht. Und damit fing es an, blutig zu werden. Ich habe die rote Farbe tupfend aufgetragen, damit es an manchen Stellen etwas pigmentierter ist als an anderen und um etwas Textur reinzubringen. Immerhin soll es nach offenem Fleisch aussehen.
Ach ja, und tupfe nicht die noch nasse Farbe mit einem Taschentuch oder sowas weg. Ich mache das oft bei meinen Wasserfarben, sie etwas antrocknen lassen, sodass sich die Pigmente etwas ins Papier saugen. Oder so, auf jeden Fall. Wenn ich es dann wegtupfe, bleibt leicht Farbe zurück und es ist nicht so stark rot und hat wieder etwas Textur. Aber hier hat es einfach bewirkt, da ich mit dem Rot vorher die Farbe darunter etwas weggerieben hatte, man jetzt leicht pink sieht und das weiße Papier darunter. Egal, schnell wieder abdecken, hat keiner gemerkt. Für sein Gehirn wollte ich sehen, ob man diese Farben mischen kann. In der Serie ist sein Gehirn zwar eher pink, aber bei meinem Anhänger ist es sehr violett und das wollte ich hier auch. Also habe ich versucht, Rot und Blau zu mischen. Was relativ gut geklappt hat, nur es wurde nicht so hell, wie ich es erhofft hatte, sondern eher dunkel. Es hat mich etwas an Weinrot erinnert, aber in Violett, wenn man meine Logik versteht. Dann habe ich mehr Rot dazu gegeben und es sah komplett dunkelrot aus. Wundervoll gemacht, Shadow. Ich fand es aber trotzdem gut und dieser Rot-Violett-Ton hat sich als hervorragend zum Schattieren herausgestellt. Alles in allem, ich bin mega beeindruckt. Dafür, dass es aus einem Kinderüberraschungsei kam und die Teile für wer weiß wie lange in der Kiste lagen, bin ich echt baff. Die Farben sehen echt gut aus. Okay, bei manchen musste ich mehrmals drüber gehen, damit die Farben so gut aussehen, aber ich find's toll. Und wer sich jetzt denkt, oh mein Gott, das sieht voll unordentlich aus, voll schrecklich das Bild. Das ist Geschmackssache, denke ich. Ich liebe unordentliche Bilder. Ich liebe es, wenn die Outlines super unordentlich sind und ich liebe es, wenn Wasserfarbe etwas dreckig aussieht und sehr unordentlich ist, an manchen Stellen über Linien geht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde auch Kugelschreiber-Skizzen, die super unordentlich sind, mega, mega schön. Ich finde, das Bild ist echt gut rausgekommen. Ich mag die Farben, ich mag das Bild an sich einfach. Und das zeigt mal wieder, du brauchst keine tollen Utensilien und sowas, um Kunst zu machen. Ich denke jedenfalls, das soll das hier ausdrücken. Und falls es das nicht ausdrückt, hoffe ich, es war wenigstens ein komisches Video, was unterhaltsam war. Jedenfalls, das war's fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.